Alles verlangt nach Effizienz, Sicherheit, Flexibilität und Nachhaltigkeit. Auf das zielt auch BuildingX von Siemens ab, eine cloud-basierte, offene und interoperable Plattform mit Anwendungen rund ums Gebäudemanagement. Wir haben mit dem Roland Hunkeler von Siemens Schweiz über BuildingX und das Element Security Manager geredet. Gemacht ist eigentlich, dass BuildingX zum einerseits Komplexität aus Gebäudemanagement rausnehmen, andererseits aber eben auch die Interoperabilität fördern, wegkommen von diesen Silos. Und wir werden natürlich entsprechend auch offen sein. Wir haben dort verschiedenste Anwendungen drauf von der Siemens. Das ist ein Fire Manager zum Beispiel, das ist ein Operation Manager, den wir drauf haben. Das ist ein Energy Manager, den wir drauf haben. Oder eben, da reden wir heute ja drüber, der Security Manager. Ja, es sind eigentlich die klassischen Security-Anwendungen drauf. Einerseits Access oder Zutrittskontrolle, wie wir das nennen. Zum anderen ist es Video-Security, also Videoüberwachung oder Einbruchmeldeanlagen. Wir sagen dem ja Intrusion. Alles kommt im gleichen Design daher. Es sieht gleich aus, gleiches GUI. Man findet sich sofort. Man muss nicht hin und her hüpfen. Jetzt als Beispiel, man hat vielleicht im Video eine Kameraaufschaltung aufgrund von einem Türaufbruch im Zutrittssystem. Das heisst, ich kann eigentlich sofort innerhalb des gleichen Systems das analysieren, was ist da passiert, zeitsynchron. Also da spielt eigentlich die schöne Interoperabilität rein, dass man da nicht vom einen System ins andere muss hüpfen. Für den Kunden, für den Betreiber, ja, er braucht nicht zwei, drei Leute. Manchmal ist es so, dass einer die Einbruchmeldeanlage betreibt und der andere die Videoanlage. Und das kann jetzt eine Person machen. Wir haben eigentlich im Security Manager in unterschiedliche Module, die wir reingepackt haben. Es gibt einfach heute einen Status, das wächst natürlich. Einerseits ist es ein vollwertiges Zutrittssystem, das heisst, wir können eine Personenverwaltung machen, mit Zeitprofil hinterlegen und dann das entsprechend den Personen Zeitrechte vergeben. Wir haben Module drin, wie Access Mobile nennt sich das, wo man an der Tür mit dem Handy batchen kann. Wir haben Module drin, wie Benutzerverwaltung, Benutzermanagement oder Besucherverwaltung, so muss ich sagen. Dann haben wir aber auch einen sogenannten Genehmigungsprozess drin. Das heisst, jeder Mitarbeiter kann eigentlich drauf gehen, kann sich einloggen und ein Zutrittsrecht beantragen. Und auf der Gegenseite hat es dann einen Genehmiger, es kann eine Person sein oder zwei. Und die würden dann eigentlich den Antrag entgegennehmen, approven oder je nachdem ablehnen. Das kann dann ein Vorgesetzter sein oder ein Roomowner. Und das kann entweder der eine oder der andere sein oder nur einer von beiden muss zusagen und dann wird das quasi approved. Wir haben auch einen Rules-Editor drin. Da kann man zum Beispiel einfache Programmierungen machen. Das kann der Kunde selber machen. Das ist ein bisschen vergleichsweise wie mit Funktionsbausteinen in der SPS-Steuerung. Also kommt der Eingang 1 und 2, wird ein Ausgang geschaltet oder vielleicht zwei Kameras, die einen Alarm geben und dann kann man auf der Videowahl kann man verschiedene Splits einstellen, Kameraaufschaltungen. Was wir auch haben, ist ein Videoteil, also dass man von Kameras Events und Alarme empfangen. Also da hat es eigentlich eine ganze Breite, die wir hier entsprechend können anbieten können. Einerseits sind es natürlich bestehende Kunden, die wir ansprechen, selbstverständlich auch neue Kunden. Und innerhalb von diesen Kunden sind es verschiedene Personenrollen. Also es kann der Geschäftsführer sein, es kann der Sicherheitsverantwortliche sein, es kann aber auch ein Planer sein. Oder der, der für die IT-Security zuständig ist, oder auch der Betreiber, der Facility Manager. Und eigentlich für jede von diesen Personen, also der Personenrolle, bietet eigentlich der Security Manager einen Mehrwert. Hätten Sie jetzt eine On-Premise-Installation mit Server und Clients, müssen Sie sich darum kümmern, ja, ich müsste mal eine Evaluation fahren, was für Server nehme ich, was für Clients. Das entfällt, weil sie beziehen es über uns, das ist in ihrer Cloud oben. Man müsste sich darum kümmern, Bugfixing, Hotfixing, wenn es Fehler gibt in den Applikationen, da schauen sie immer natürlich, dass das immer aktuell ist und eingespielt wird. Man müsste natürlich auch schauen, Windows, ist es aktuell, es gibt Wechsel von 10 zu 11, das ist natürlich gewährleistet. Also von dort her ist es natürlich schon ein Vorteil als Kunde. Man kann sich auf seine Kernkompetenzen konzentrieren, muss sich da nicht nur um irgendwelche IT-Geschichte oder IT-Security-Geschichte kümmern. Das ist einmal das eine. Das andere, man hat natürlich keine Investitionskosten. Also man zahlt das ja jährlich oder halbjährlich. Als nächstes werden wir sich den Zutrittskontrollteil noch ein bisschen ausbauen. Das heisst, wir werden den Controller direkt an die Cloud anhängen. Das haben wir heute schon gemacht. Wir haben schon einen Eintürcontroller
Zweitürkontrolle dran. Das ist uns natürlich noch ein bisschen zu wenig. Also wir werden mehr Peripherie untereinander tun. Das ist sicher mal etwas Gutes. Dann hat man wirklich ein ausgeschlafenes Zutrittssystem, zum einen. Zum anderen werden wir aber auch den Videoteil, wir haben jetzt einfach Kameras dran, wo wir Alarm und Events bekommen, und da werden wir sicher auch Video als Cloud einbauen, dass wir auch dort eigentlich vollumfängliches Videosystem drin haben. Ich kann mir vorstellen, dass man dort direkt Anknüpfungen macht von Kameras, gerade direkt in die Cloud rein, ohne dass man da über Gateways geht. Und als drittes kommt die Intrusion noch dazu, das wird der dritte Step sein, dass man auch Einbruchmeldezentralen entsprechend anknüpft. Und wenn man dann alle drei Systeme hat, ja, dann kann man dann wirklich profitieren von dieser Interoperabilität, und dann wird es dann richtig effizient, und ja, dann macht es natürlich auch langsam Spass. Mehr zum Thema lesen Sie unter safety-security.ch.